Wir setzen heute unser Gespräch fort zum Thema unternehmerische Resilienz. Wir haben in der vergangenen Episode darüber gesprochen, was kann man eigentlich im Risikomanagement im Bereich Vertriebsmarketing tun. Und heute reden wir darüber, was kann man eigentlich auf der Einkaufs- und Logistikseite machen. Mittelstand hautnah, der Podcast mit den Impulsen aus der Praxis für die Praxis, mit den Themen, die den Mittelstand bewegen und den Lösungsansätzen, die ihn voranbringen. Hallo Carsten. Hi Chris. Wir haben hier uns ausführlich ausgetauscht über, ja, ich sag mal, Risikomanagement auf Vertriebsmarketing-Seite in der vergangenen Episode und wollen doch heute nochmal ein bisschen ausführlicher beleuchten, was kann man eigentlich auf dem Bereich des Einkaufs tun oder welche Gefahren bestehen denn da eigentlich generell? Vielleicht fangen wir damit an. Welche Risiken siehst du eigentlich? Du hast ja letztes Mal schon in der Folge relativ gut dargestellt, auch anhand von so ein paar Beispielen, dass es eben nicht nur Risiken im Bereich Vertrieb und Marketing gibt, sondern eben noch dann auch im Einkauf, aber eben auch darüber hinaus noch generell im Unternehmen. Da sind wir ganz kurz drauf eingegangen. Das würden wir jetzt in der Folge ja auch nicht weiter vertiefen wollen. Deswegen schaue ich jetzt mal so ein bisschen auf das Thema Einkauf. Im Endeffekt ist es ja so, dass das Thema Risikomanagement an sich ist grundsätzlich im Einkauf nichts Neues. Also das gab es auch vor dem ganzen Thema Pandemie und irgendwelchen Krisen etc. schon. Und dementsprechend ist es für viele Einkaufsorganisationen einfach ja ein Thema, was sie ohnehin begleitet. Und da haben sich die grundsätzlichen Risiken oder Risikofelder auch nicht gravierend geändert, sondern sie sind vielleicht etwas anders zu bewerten mittlerweile. Das ist glaube ich, vielleicht vorweggeschickt schon mal eine ganz gute Nachricht, weil das heißt ja, nicht zwingend jedes Jahr entstehen völlig neue und andere Risiken, sondern das Ganze macht dann ja Sinn, das jährlich zu bewerten, um dann einfach jährlich auch zu sehen, wie entwickeln sich für mich bestimmte Risiken, und zwar dadurch, dass sich einfach mein Geschäft weiterentwickelt. Ne? Wenn ich mehr Umsatz generiere, vielleicht auch irgendwie noch einen neuen Markt erschlossen habe, dann habe ich auf einmal vielleicht andere Risiken als im Jahr davor. So klassische Risiken im Bereich Beschaffung sind natürlich dieses Thema Single Source, ne? Dass du einfach einen Lieferanten hast für deine Bauteile. Wenn diese Bauteile dann vielleicht auch noch ja keine Katalogteile sind, sondern speziell für dich angefertigt werden, vielleicht brauchst du da auch noch irgendwo Werkzeuge dafür, dann wird es natürlich noch mal interessanter, weil du einfach eine andere Abhängigkeit von deinem Lieferanten hast. Dann das Thema Abhängigkeit von Lieferanten kann sehr schön auch in der umgedrehten Variante ein Risiko sein, nämlich wie abhängig ist denn der Lieferant von dir? Also du hattest das Risiko genannt, wenn ich als Unternehmen zu 99% von einem Kunden abhängig bin, das ist natürlich auch ein Risiko, was ich auf Einkaufsseite sehe und berücksichtigen möchte. Denn wenn letztendlich der Lieferant ausfällt oder die Ausfallwahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch ist, dann habe ich natürlich auch da ein gewisses Risiko zu berücksichtigen. Und neben dieser Frage, wie abhängig ist der Lieferant von mir als Kunde, spielt natürlich dann auch immer dieses Thema Credit Assessment, also finanzielle Stabilität irgendwo mit rein. Da möchte ich natürlich auch möglichst Lieferanten haben, die auf stabilen und soliden Fundamenten stehen. Es gibt aber auch natürlich Risiken, die aus der geografischen Lage entstehen können. Also das hatten wir letztes Mal ja auch schon kurz angesprochen. Natürlich ist es für mich auch wichtig, ist da ein Lieferant irgendwo in einem hochwassergefährdeten oder erdbebengefährdeten Gebiet? Oder wenn ich international einkaufe, wie schätze ich die Wahrscheinlichkeit für irgendwelche Handelsrestriktionen ein bezüglich Transportzeiten oder Ähnlichem? Dann kann ein Risiko sein, inwieweit habe ich dort vielleicht auch ein Produkt, wo das ist eher ein Produktrisiko, ein Produkt, wo Bauteile einfließen,
die vielleicht Bestandteile enthalten, die eben zukünftig nicht mehr in der Lieferkette auftauchen dürfen. Also da ist ja, gibt's ja diverse, diverse Bestandteile, die auf so einer Compliance-Liste dann stehen. Dann habe ich natürlich schon mal einen relativ bunten Blumenstrauß, sage ich mal. Vielleicht habe ich aber auch Risiken beim Lieferanten im Hinblick auf die Organisationsstruktur, also das Thema der Unternehmer, der Inhaber ist schon relativ oder in relativ fortgeschrittenem Alter und die Nachfolge ist nicht geregelt. Das ist natürlich dann auch ein Risiko aus Einkaufssicht für mich. Genau. Also da haben wir jetzt, glaube ich, schon relativ, wie gerade gesagt, bunten Blumenstrauß zusammen. Und klar, das musst du natürlich im Endeffekt dann für dich alles, alles bewerten und dann natürlich auch entsprechend Maßnahmen daraus ableiten. Was wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, sind so Risiken, die eben übergreifend sind. Die hatten wir aber in der letzten Folge auch schon. Also Risiken für eben Lieferstopps durch Pandemiebedingungen. Ich meine, die sind ja jetzt immer noch sehr, sehr präsent. Aber eben auch, wenn ich international source, eben vielleicht auch geopolitische Risiken, die Einfluss haben können auf meine Lieferkette. Genau, das wäre mal so der kurze Überblick über diesen bunten Blumenstrauß, genau. Ja, ist eigentlich ganz interessant. Ich hatte ja so ein bisschen in der Vorangegangenen-Folge gesagt, ich empfehle für Vertrieb und Marketing mal so einen Notfallplan. Wie gehst du aus deiner Sicht des Sourcing, des Einkaufs eigentlich an so eine Bewertung heran oder welche Maßnahmen leitet ihr dann darauf ab, wie man sich diesen Risiken stellen kann? Das hängt natürlich immer stark davon ab, wie du dieses Risiko bewertest. Und da sind wir eigentlich genau bei dem Punkt Methodik. Wie kann ich denn da eigentlich rangehen, um das so ein bisschen greifbar zu machen? Also, weil das Credit Assessment vom Lieferanten in ein oder irgendwo bestimmte Risiken aufzeigt, heißt das ja nicht zwingend, dass der Lieferant morgen Insolvenz anmeldet oder anmelden muss, sondern das ist halt einfach eine bestimmte Wahrscheinlichkeit, mit der dieses Risiko eintreten kann. Und jetzt ist natürlich das Gemeine an diesen Wahrscheinlichkeiten, dass die immer sehr, sehr klein wirken. Und das führt natürlich für uns im Kopf dazu, dass man das auch gerne verdrängen kann. Die Wahrscheinlichkeit ist ja nicht so groß, wird schon nicht passieren. Und jetzt ist, so habe ich es mal gehört, erklärt bekommen, bei Risiken, die letztendlich das Überleben deines Unternehmens bedrohen, also quasi wirklich in die Insolvenz führen können. Diese Risiken sind meistens gar nicht einzelne Risiken, sondern meistens ist es eine Kombination aus verschiedenen Risiken, die dann dummerweise zum gleichen Zeitpunkt auftreten. Und deswegen macht es halt natürlich Sinn, sich systematisch mit diesen einzelnen Risiken, so klein die Wahrscheinlichkeit vielleicht auch sein mag, zu beschäftigen. Und ein methodischer Ansatz, wenn ich jetzt sage, ich bin vielleicht eher ein kleineres Unternehmen, was da gar nicht so irgendwie Ressourcen reinstecken kann. Ich habe da jetzt niemanden, den ich Vollzeit da hinsetzen kann und sagen kann, du machst jetzt Risikomanagement für mich. Dann kannst du natürlich hergehen, ähnlich wie du es beschrieben hast in der letzten Folge und sagen, ich gucke mir das einmal im Jahr an. Ich gucke mir das systematisch an, vielleicht mit zwei, drei Personen zusammen und wir aktualisieren das jedes Jahr. Schreiben also einfach auf, welche Risiken sehen wir, in welcher Disziplin, in welchem Bereich. Und wir bewerten die dann einfach auf einer Skala von 1 bis 10. Das wäre jetzt so der pragmatischste Ansatz. Und wenn ich dann was finde, was ich sehr hoch bewerte, dann überlege ich mir eben, ähnlich wie bei so einer Fehleranalyse, kann man das machen, überlege ich mir halt, welche Maßnahmen könnte ich jetzt treffen, damit ich dieses Risiko etwas senke. Wenn du ein bisschen detaillierter rangehen möchtest, dann kannst du natürlich auch sagen, ich wähle da einen Ansatz ähnlich wie gerade beschrieben. Also ich bewerte Risiken, aber ich mache das detaillierter. Also ich bewerte vielleicht nicht einfach nur
auf einer Skala von 1 bis 10 generell, sondern ich bewerte vielleicht, welchen Einfluss hat das Risiko, welche Auftretenswahrscheinlichkeit steckt dahinter und welche Entdeckungswahrscheinlichkeit. Also ähnlich wie bei so einer Fehleranalyse FMEA, wo du einfach nachher eine Risikokennzahl herausbekommst. So kannst du natürlich auch rangehen. Und du kannst das Ganze auch verknüpfen, das finde ich ganz charmant, mit einem potenziellen Schaden, der eintreten kann. Das greift jetzt für beide Seiten, also egal, ob jetzt auf Einkaufs- oder Vertriebsseite. Wenn du ein Preisschild da dran machen kannst, dann ist das natürlich recht hilfreich, um das auch nochmal zu priorisieren. Also du könntest dir überlegen, wenn ein Lieferant dich nicht mehr beliefern kann und du hast keine zweite Lieferquelle, welche Produkte sind davon betroffen und welchen Umsatz kannst du dann potenziell nicht mehr generieren? Jetzt würde ich dann für die Bewertung natürlich so rangehen, dass ich dann einfach sage, was passiert mir, wenn dieser Lieferant von heute auf morgen ausfällt? Und du kannst das Ganze mit auf der Vertriebsseite mit deinem Kunden ja genauso machen. Was passiert mir, wenn der Kunde von heute auf morgen ausfällt? Und daraus kannst du dir natürlich auch überlegen, wann ist da der richtige Zeitpunkt, um dann aktiv zu werden? Weil es gibt vielleicht kleinere Risiken, also finanziell gesehen kleinere Risiken, wo du sagst, okay, die kann ich verkraften. Und dann gibt es vielleicht größere, wo du sagst, die will ich gar nicht verkraften. Da möchte ich gerne präventiv eingreifen. Also sowas wäre auch eine Methodik. Und dann gibt es natürlich auch die Variante, die das Ganze noch mal ein Stück detaillierter und vor allen Dingen auch präventiver gestaltet. Du kannst auch da mit verschiedenen Anbietern zusammenarbeiten, die für dich wirklich so ein präventives Risikomanagement betreiben. Das ist dann für größere Unternehmen insofern natürlich nicht nur interessant, sondern relevant, weil wir ja auch bei größeren Unternehmen da die Thematik mit dem Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz haben, wo ich einfach präventiv ein Risikomanagement betreiben muss. Das wären so mal drei Ansätze, wie könntest du da methodisch rangehen, von wirklich ganz einfach und sehr rudimentär, aber doch irgendwie auch wirkungsvoll, weil die 80% aller einflussreichsten Risiken, die deckst du ja damit ab, über so eine Version, ich nenne es mal mittelschwer, also etwas detaillierter, aber schon so, dass du da sehr genau gucken kannst, wie kann ich oder was sollte ich vermeiden, bis hin zu sehr, sehr professionell, aber natürlich auch alle drei mit einem völlig unterschiedlichen Preisschild im Sinne von Kosten und Zeit, die du da investieren musst. Ja, sehr, sehr spannend. Ich glaube, dass du wirklich ganz viele Impulse geliefert. Du sprachst gerade ja auch von einem Risiko, das sehr klein erscheint. Ich habe da immer noch eine Zahl im Kopf, die ich mal mitgenommen habe aus einer wissenschaftlichen Veranstaltung. Und zwar bestand das Risiko, dass eine globale Pandemie ausbricht, lag bei nur 1,5%. Und solo betrachtet kannst du ja eigentlich als Unternehmen sagen, 1,5%, da kann ich mich jetzt eigentlich gar nicht drum kümmern. Das ist ja wirklich unwahrscheinlich. Ja? Also zu 98% wird das nie passieren. Mhm. Und wir haben ja nun alle die bittere Erfahrung machen dürfen, hoppla, passiert doch. Und dann ist natürlich eine riesen Kette losgetreten worden. Also möchte fast so wie so ein Dominostein ist gekippt, ja, und hat dann noch ganz andere Dinge ins Rollen gebracht und hat ja nun wirklich sämtliche, ich nenne es mal Schwachpunkte der Globalisierung, ganz gnadenlos gezeigt. Mhm. Von daher denke ich tatsächlich wichtig, was du gesagt hast, dass sich Unternehmen das raussuchen, was für sie tatsächlich existenziell bedrohlich ist. Ja, es fällt der Hauptlieferant aus. Was passiert dann eigentlich? Meine Empfehlung ist tatsächlich, also so eine Art Notfallplan zu machen. Und was ich dafür ganz, ganz wichtig halte, dass da nicht nur drin steht, okay, was tun wir denn, wenn Folgendes passiert, sondern auch sagen, wer trägt dafür die Verantwortung? Hm. Nicht, es geht nicht um den Finger auf irgendjemand zu zeigen, sondern ganz einfach, wer hat denn den Hut auf? Und das Spannende ist aus meiner Sicht eigentlich, dass man da auch durchaus mal hierarchische Strukturen im Unternehmen durchbrechen muss. Dann hat eben mal nicht der Einkaufschef das Sagen, wenn es zu einer Krise kommt, sondern das hat dann eben derjenige vom Business Development, weil es dann wiederum gar nicht darum gehen darf, dass es da um kleine Machtspielchen Unternehmen gehen darf, sondern tatsächlich nur um das Risiko zu minimieren. Mhm. Das wäre meine Empfehlung. Tatsächlich macht einen Notfallplan, wo drin steht,
das tun wir, wenn Folgendes passiert. Ja, und der ist da vielleicht so ein bisschen federführend in der Organisation. Also Notfallplan find ich natürlich sehr, sehr charmant, weil du einfach weißt, wer macht was in dem Risikofall. Ne? Das kannst du ja auch machen für zum Beispiel für Lieferstörungen oder Liefereskalationen. Ich habe das immer so ein bisschen verglichen mit so einem Formel-1-Auto, was samstags beim Qualifying irgendwie einen Unfall hat und gegen die Wand gesetzt wird. Und dann wird das bis sonntags morgens über Nacht wieder zusammengeschraubt. Das funktioniert ja auch nur, weil jeder weiß, was er zu tun hat. Weil da sitzen ja dann wirklich 20, 30 Personen gleichzeitig an diesem Auto. Und das, finde ich, hat halt schon einen riesengroßen Charme, weil du, wie gesagt, einfach einen klaren Prozess hast und weißt, was muss ich tun, wenn dieser Fall eintritt. Ich würde aber zusätzlich noch davor einhaken. Ich glaube, am effektivsten ist das Ganze, wenn du neben dem Notfallplan dieses Thema Risiken systematisch reduzieren auch in dein Tagesgeschäft unterbringst. Dass du eben sagst, auf der Einkaufsseite, ich bin bereit, vielleicht, auch wenn es vielleicht etwas Geld kostet, einen Zweitlieferanten zu suchen. Oder ich schaue, dass ich nicht nur abhängig bin von einem Kunden. Das kannst du ja wunderbar ins Tagesgeschäft integrieren, weil der natürlich kostet das irgendwo Kapazität, das kostet auch Geld in der Regel, aber es kostet dich dann halt, wenn der Fall mal eintritt, hoffentlich weniger Geld, weil du das Risiko besser abfedern kannst. Denn du hattest diese Zahl 1% jetzt genannt. Das ist genau dieses, das, was es so tricky macht. Ne? Du hörst halt 1%. Du kannst aber im Endeffekt diese 1% ja auch in Jahren ausdrücken. Und dann hat es auf einmal so ein bisschen einen anderen Charakter. Und das sind ja im Prinzip auch Dinge, du rechnest damit Wahrscheinlichkeiten. Das ist ja was auch die Rückversicherer zum Beispiel machen, wo du im Übrigen auch an Daten rankommst, wie zum Beispiel Hageleinfluss bei deinem Lieferanten oder Sturm oder Erdbeben, also alles, was so in die Überschrift Naturgewalten geht, kannst du da halt unter Umständen auch einsehen oder manchmal auch kaufen. Und da kriegst du halt über diese Wahrscheinlichkeiten natürlich relativ gut raus. Alle x Jahre kann dieser Fall mal eintreten. Und jetzt ist das vielleicht sogar ein bisschen greifbarer, weil wenn ich dann eine Info bekomme, alle 50 Jahre tritt rein statistisch gesehen dieses Risiko auf und ich rechne mal zurück und stelle fest, das ist jetzt schon 55 Jahre nicht eingetreten, dann ist es vielleicht für mich greifbarer, als wenn da einfach nur die Prozentzahl steht. Das wäre vielleicht auch nochmal so ein abschließender Impuls für euch als Hörer, um dann mal zu gucken, welche Risiken gibt es denn da? Genau. Ja, wunderbar. Ich glaube, das ist mal ein ganz, ganz wichtiger Hinweis, den du da so mitgegeben hast, sich einfach mal tatsächlich über den Tellerrand hinaus aus dem Tagesgeschäft lösen und die strategische Arbeit, denn ich sehe so ein bisschen Risikomanagement und sehe ich ja so als strategische Arbeit. Vielen Dank, Carsten. Wir haben gesprochen über unternehmerische Resilienz, heute über die Einkaufsseite, in der vergangenen Folge über die Vertriebs- und Marketingseite und natürlich empfehlen wir euch, beide Folgen anzuhören und einfach mal daraus zu ziehen, was könnt ihr eigentlich für euer Unternehmen tun. Natürlich sind wir immer interessiert an eurer Meinung. Schreibt uns, kommentiert unsere Folgen und wir freuen uns, wenn wir euch demnächst wieder als Zuhörer begrüßen können, wenn es heißt Mittelstand hautnah. Weitere Impulse gefällig? Sehr gerne. Klicken Sie in weitere Folgen mit aktuellen Themen, die auch Sie betreffen. Eben Mittelstand hautnah.